Hallo, hier kommen die News vom VR Business Club. Wir haben 3 Eventankündigungen für nächste Woche. Am Montag geht's los, den 18.05. um 16 Uhr mit unserem Social VR Talk. Diesmal zu Gast haben wir den Geschäftsführer von BotSpot. Und es wird darum gehen, wie perfekte 3D-Daten aus dem 3D-Scanner kommen und wie wir diese auch für Virtual Reality bereitstellen können. Am 19.05., am Dienstag, starten wir ein neues Format, die Online-Talks. Das heißt, wir legen los mit dem Business Club Luxemburg und der Handelskammer Luxemburg. Und gleich am 20.05., am Mittwoch, folgt der VR Business Club zusammen mit dem Berlin Capital Club. Viele von euch kennen das Event. Es heißt New Economy meets Old Economy. Auch dies findet diesmal als Online-Talk statt, wird aber super spannend. Wir haben zu Gast den Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg. Und warum haben wir jetzt auf Online-Events nochmal umgeschwenkt? Der Grund ist einfach, dass wir mit euch die wirtschaftliche Lage besprechen wollen. Wie geht es den Unternehmen einerseits hier in Deutschland, insbesondere in Berlin-Brandenburg? Wie geht es den Unternehmen in Luxemburg? Und wir wollen im Kontext dazu zeigen, was können virtuelle Techniken und digitale Tools ausrichten? Wie können sie dabei helfen, schneller wieder in den Markt zu kommen? Und dafür haben wir auch eine Blitzumfrage gestartet, um entsprechend euer Bedürfnisse präsentieren zu können und euch Lösungen zu zeigen, die ihr jetzt braucht. Und in diesem Sinne, es gibt unter dem Video die 3 Anmeldelinks für diese 3 kommenden Events und wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. Und wer die Blitzumfrage noch nicht ausgefüllt hat bzw. beantwortet hat, der macht das vielleicht noch schnell. 2 Themen sind uns noch wichtig, wo wir gerade hinterher sind. Einmal das Thema virtuelle Events. Ihr seht im Hintergrund, dass wir zahlreiche Sessions gemacht haben auf Facebook Spaces und auf Allspace VR. Die Avatare sind rudimentär und die Möglichkeiten der Interaktion dort auch sehr begrenzt. Deshalb haben wir sehr, sehr viel getestet und ausprobiert und freuen uns, euch in den nächsten Monaten die eine oder andere Plattform vorzustellen. Das andere Thema, welches uns wahnsinnig beschäftigt, sind virtuelle Messen. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir aufhören, darüber zu reden und langfristig irgendwas zu planen. Es ist der Zeitpunkt, umzusetzen, weil es ist Fakt, die Messen fallen aus. Es finden in diesem Jahr keine großen Messen statt auf der ganzen Welt. Und deshalb haben wir jetzt die einmalige Chance, mit unseren Lösungsanbietern und Partnern zu zeigen, was geht. Was können wir machen mit Virtual Reality, mit Augmented Reality? Wie kann KI zum Einsatz kommen? Wie kann uns ein holographischer Guide durch den Messesaal führen? All das wird möglich und all das ist jetzt schon Realität. Und da reden wir von Technologien, die wir relativ schnell einsetzen können, da sie am Markt erfolgreich platzierte Use Cases haben. Das wollen wir euch in einer virtuellen Beispielmesse zeigen und daran arbeiten wir gerade. Also 2 Themen. Einmal virtuelle Events mit fotorealistischen Avataren und mehr Interaktion und das Messethema, das deshalb großartig und spektakulär ist, weil es wird sich fortsetzen in den nächsten Jahren, dass es Hybridmodelle gibt, weil wir im virtuellen Raum tatsächlich mehr erleben können als auf einer physischen Messe. Und diese Spielmöglichkeiten, Erlebnismöglichkeiten und Möglichkeiten der Interaktion sichtbar zu machen, das ist unser großes Ziel noch in diesem Jahr. Insofern bleibt dran, bleibt gespannt und bis bald.